Ja, begrüße euch zu einem neuen Vlog. Gestern haben wir wieder nicht gevloggt, haben wir frei gemacht. Wir waren aber auch nur im Garten. Und jetzt ist es auch schon wieder 20 vor 2. Ich werde vlogfaul. Wir haben schon ganz viel gemacht heute. Wann waren wir wach? 5:30? 6 Uhr. 6 Uhr. Dann waren wir eine große Runde mit dem Smurfy spazieren. Dann sind wir sofort in den Garten gegangen, haben wieder Unkraut einmal durch. Das ging dann relativ schnell, so 3/4 Stunde ungefähr. Ne? Dann hat Bernd noch alles gegossen heute Morgen. Um, weiß ich nicht, 7:30, 8. Dann haben wir groß gefrühstückt, alle zusammen. Bitte? Was zum Paddeln haben? Aber ich habe keine Paddel. Ja, und dann waren wir gerade, also dann haben wir uns nochmal ausgeruht und einen Film geguckt. Und ich habe das Video geschnitten. Und dann waren wir gerade noch mit dem Smurfy auf der Hundewiese. Der ist jetzt richtig, richtig platt. Der hat seinen Spaß schon gehabt heute. Und jetzt habe ich mir hier so ein Nudelsüppchen gemacht als Snack. Smurfy runter. Weil ich gemerkt habe. Geh mal runter, Smurfy, vom Tisch. Weil ich gemerkt habe, wenn ich halt was esse, dann ist es gut gegen die Übelkeit. Deswegen nehme ich immer ab und zu so einen Happen von dieser Fertigsuppe. Und heute Abend gehen wir zum Hans in Glück. Da haben wir schon einen Tisch reserviert für 20.30 Uhr. Ne? Und es war ein richtiges Hin und Her. Wir haben 3 Hans in Glück, glaube ich, hier in der Nähe. Einer hat ganz geschlossen heute, weil Pfingstmontag ist. Der andere hat nur von 12 bis 17 Uhr auf und wir wollen ja heute Abend gehen, um 8:30. Und dann gehen wir zu einem ganz anderen, da waren wir noch nie, weil der hat bis 0 Uhr auf dann heute Abend. Ja, und dann hat die Frau schon am Telefon gesagt, dass man halt, wenn man das Restaurant betritt, muss man eine Maske aufsetzen. Und wenn man auf Toilette geht oder so, aber wenn man am Tisch sitzt und essen und trinken und so, kann man dann ohne Maske. Zum Glück. Mit Maske wäre das ja doof. Ja, da freuen wir uns drauf. Und vielleicht können wir auch draußen sitzen. Meinst du, die haben da alkoholfreies Bier bei Hans im Glück? Ja, ne? Dann kann ich das nämlich trinken. Ja, so. Ach so, da wurde mir in die Kommentare geschrieben, dass alkoholfreies Bier ja immer, was steht da, 0,05 so Alkohol Möglichkeit besteht und so, aber das ist so wie, wenn man jetzt sehr reifes Obst isst, ist da auch wie Alkohol und so. So hat das ein Frauenarzt mal erklärt. Und alkoholfreies Bier ist okay in der Schwangerschaft. Ich trinke das ja auch nicht. Man sagt ja auch, man kann ein Glas Wein die Woche trinken. Mache ich ja nicht. Ja, sagen manche, das mache ich aber nicht. Und ich trinke jetzt auch nicht 5 Liter alkoholfreies Bier am Tag. Aber so ein Radler ab und zu mal, so ein alkoholfreies oder ja, auch heute Abend dann. Aber halt alkoholfrei. Das mache ich dann halt ab und zu. Ja. Und ihr dürft jetzt den Tag mit uns verbringen. Wir nehmen heute Abend eventuell auch die Kamera mit. Aber nur so einmal zeigen, was wir essen. Wie lecker das da ist. Weil wir wollen den Abend auch mal ein bisschen genießen. Schnodderschnäuzchen, Smurfy, komm mal hier. Komm. Ettentier. Er hört wieder wie eine Eins. Diese Mäuse habe ich noch nie gegessen. Möchtest du probieren? Ja. Findest du? Ja. Und welchen Tag kommt denn immer ein neues Video? Eigentlich jeden Tag, wenn ich nicht zu faul bin zu filmen. Ja. Heute kam keins. Hier so eins. Ja. Ein Mäuschen fürs Mäuschen. Wenn du magst, kannst du gerne noch mehr haben. Mit Bikini und Handtuch. Oder Badeanzug. Ja, was soll ich jetzt erzählen? Ja, mit deinem Wassereisgeschichte an der Tankstelle. Ja, 45 Cent eins. Ja, aber die haben erst gesagt. Ja, das war aber, ne, hat sie nicht extra gemacht. Da ist die bei mir auch Kundin ist, die schon seit 4 Jahren kommt immer. Hm. Hat sie sich entschuldigt für erst 20 Cent und da ist es wohl teurer geworden, Herr, letzte Woche. Man sollte 8 Euro bezahlen für Wassereis. Nein, nein. Da ist ja nur 100er Packung für 10 Euro. Ja, aber in der Metro und die ist ja heute zu. Ja. Aber da fahre ich ja morgen hin für euch. Und für mich. Für uns. Für alle.
Dann hole ich Wassereis und wenn sie haben, auch Kratzeis im Karton. Ja. Alles für die Family. Nur der Hund. Der muss schwitzen. Und abgebrochen sind. Ja, das stimmt. Jetzt sind die besser. Achso, du hast gar keinen Löffel mitgebracht. Ich habe gar nicht mitgenommen, weil ich habe mir von drinnen schon. Wegen der Klugheit. Dann will auch. Der Eti. Warum gibt's hier eigentlich nicht mehr? Ich dachte, die gibt's noch dabei. Früher gab's sogar kein Pfirsich, ne? Aha. Warum gibt's hier eigentlich nicht mehr dabei? Ich dachte, die gibt's doch dabei. Die gibt's ja auch. Hab ich ja gesagt, will ich nicht. Genau, Bernd hat lieber von der Küche die Löffel genommen. Die können ja auch nicht Metalllöffel reinpacken. Können sie schon, aber dann wird es wahrscheinlich 2 Euro kosten. Hm. Was kostet denn so ein Kratzeis? 1 Euro. Du hättest 1 Mark gekostet. Ich bin kurz reingegangen. Ich bereite uns hier schon mal Kartoffeln vor. Im Dampfgarer. Die wollte Bernd nachher ins Feuer schmeißen. Aber weil die so dick sind, gar ich die halt vor. Und die Kinder haben Hunger. Die bekommen Reis mit dieser leckeren Paprika-Rahmsoße. Die hat der Bernd gestern gezaubert und die ist richtig lecker. Da haben wir noch einen Rest von übrig. Und gestern haben wir das mit Nudeln gegessen. Heute essen wir das mit Reis. Das stelle ich jetzt wieder kalt. So, dann war gestern habe ich mir hier Erdbeeren mit Schokolade gemacht, mit Zartbitterschokolade. Das war so lecker. Ja, die Tomaten sind warum auch immer da drauf und die Avocado, die haben wir natürlich nicht mit Tomate und Schokolade gegessen. Und Banane habe ich auch gemacht, aber die ist schon weg. Und ja, Calvino mag zurzeit total gerne Oliven. Wir haben ganz viele Oliven. Ja, unser Kühlschrankinhalt habt ihr den auch mal wieder gesehen. So, jetzt ist das von Calvino, glaube ich, auch heiß. Beim Kalle habe ich da noch eine Scheibe Käse zwischen gemacht. Der mag das, wenn er so weich wird, der Käse. So Ziehkäse sagen wir dann immer. Ja, muss noch ein bisschen. Ist noch nicht ganz. Paprika-Rahmen, ja. Ja, die war ja auch lecker. Calvino hat gefragt, was Brühe ist. Habe ich jetzt, zeige ich ihm nachher. Ja. Dein Fuß, was macht der? Ja, ist wieder ganz cool, ist aber kalt, jo. Der Pool. Aber schön abgeschwollen jetzt. Warst du die Leiter drin? Ja, bis hier. Echt? Willst du nochmal filmen? Komm, zeig das mal deinen Fans, wie du im Pool gehst. Spring mal rein. Ich spring auf gar keinen Fall rein. Ja, aber nicht mit. Wir sprechen uns in 30 Jahren nochmal wieder. Ich war auch noch nicht drin. Dann bin ich nochmal 100 in 30 Jahren. Du bist nicht 100 in 30 Jahren. Jetzt. Klatsch. Ach, guck, jetzt kommst du schon weiter rein. Ich war genauso weit drin gerade. Ich wollte mich gestern auch auf die Leiter setzen und habe dann gemerkt, mein Arsch ist zu breit da rein. Ich bin noch nicht am Sitzen, bin nur eingeklemmt. Ja, ich habe dann auch Angst gehabt beim Aufstehen, dass ich kopfüber reinfall in den Pool. Früher als Kind konnte ich mich da draufsetzen. Kind. Auf so eine Leiter. Aber jetzt haben wir hier für den dicken Popos, haben wir hier die Dinger. Da kannst du dich mit dem dicken Popo draufsetzen. Nee, auf gar keinen Fall, weil dann kipp ich nachher um und dann bin ich hier mit Schnappatmung wieder. Mit Zusammenziehung der Hoden wegen Kälte. Die Nippel sind schon ganz zusammengezogen. Nicht nur die Nippel. Wolltest du mal sehen? Nee, jetzt nicht. Also ich schon, aber ganz stramm wieder. Meine Milliarden Zuschauer dann auch. Das Schlimmste ist ja, er ist hier aufwärts. Wie, der ist hier aufwärts? Das Schlimmste der Kälte kommt ach ja so, erst. Ach so, ja, klar. Deswegen geht's ja noch. Ja. Aber wenn du einmal drin bist, ist schön, sagen die Kinder. Ja. Die Kinder erzählen auch viel mehr. Die sagen auch, dass sie es gucken dürfen. Los. Ich hab Eisbodies. Ich bin der erste Alte, der hier drin ist. Der erste Alte. Der Papa ist im Pool. Happy damit? Wo ist jetzt Murphy?
Ist Murphy auch auf der Luftmatratze? Natürlich, der interessiert sich gar nicht. Ne, der ist. Ich muss eigentlich nur Pipi machen, eben, damit ich gleich wieder rausgehe. Ich muss gleich wieder Pipi machen. Ich auf. Wie ist das hier hoch? Alles gut. Und dann sind manchmal wie Pferde. Ohne Spann. Dann weißt du ja, was ich bald hier in mir drin habe. Oder habe ich ja schon, aber wenn es groß ist. Ich versuche mal ohne Taucherbrille. Ja. Und ich bin mit der Wasser. Das war schön. Aber man muss sich halt echt langsam dran gewöhnen ans Wasser. So, und jetzt trockne ich hier. Oberkörper ist im Schatten und die Beine sind in der Sonne. So, Latschen ausziehen. So, der Bernd macht jetzt den Tzatziki für unsere Kartoffeln. Nele ist auf dem Trampolin, sich warm hüpfen und Calvino ist noch im Pool. Ja. Und ich chill. Du bist das Tier. Das trinkt niemand Bier. Aber trinkt gerne Bier. Im Dunkeln wäre es romantischer mit dem Feuer. Wir müssen nur noch warten, bis 24. Das schaffen wir nicht mehr. Ich hoffe, dann schlafen wir schon. Ja. Wir haben noch einen schönen bunten Salat. Und Tzatziki. Den muss ich jetzt testen. Mit Kräutern aus dem Garten. Was hast du da alles reingemacht? Petersilie, Minze, Dill. Ne, Schnittlauch. Ja. Und, das schmeckt bestimmt mega. Ja, Vega. Gurke. Ja. Brennt die? Wer brennt? Alufolie kann doch nicht brennen, oder? Alufolie, eigentlich brennt die nicht. Der Helikopterzunge ab, runter. Das ist meine, ne? Runter. Mama? Das ist doch meine, ne? Ich glaube ja, Bernds steht hier. So. Dann nehme ich die, die du nicht magst. Kidneybohnen. Kidneybohnen, lecker. Mhm. Hasse. Ich auch. Und Maiskolben. Nele, Maiskolben? Mhm, eine Hälfte. Eine kleine oder eine große Hälfte? Nein. Die sagt, der Fett ja. Immer die Folie. Ja, mhm, genau. Oh. Calvino, Maiskolben? Kalle, Maiskolben? Nein. Nein? Die sind ohne Feuer. Ich möchte aber nicht. Sauce Hollandaise? Ja. Die nehme ich direkt. Ja. Die brennen die auch. Ja. Ja, da haben wir mal Kinder frei. Ja. Am liebsten wäre mich hingelegt. Ja. Also, wir haben Kinder frei. Und wir gehen essen. Und ich habe so Hunger, du auch, ne? Nein? Immer noch nicht? Ich habe richtig Hunger. Ich habe immer Hunger. Nein, du hast Kurzhunger. Kurzhunger. Nee, aber jetzt, mir ist nicht übel. Ich habe einfach nur richtig, richtig, richtig Hunger und ich freue mich auf Hans im Glück. In 2 Kilometern rechts halten auf die A40 in Richtung Dortmund. Jetzt echt nur noch 6 Wochen, bis wir nach Ungarn fahren? Ja, wenn wir reinkommen in Ungarn, sind es jetzt noch 6 Wochen, ja. Wenn wir reinkommen, das wäre super toll. Wann sind wir? Wenn das dann Donnerstag fahren wir, ne? Oder Freitag? Donnerstag. Wenn das jetzt Donnerstag 6 Wochen. Und ich muss mal nachrechnen. Müssen wir nachrechnen die ganzen ja. Tage? Taschengeld sparen, dass ich mir da Eis kaufen kann. In 1 Kilometer rechts halten und dann rechts halten. Ja. Ja. Von Hans im Glück. Potenziell aus dem Raum. So. Freust du auf den Kutscher? Den Kutscher. Zu Hause.
ist, wo man eigentlich kinderfrei hat, wo andere die Sau rauslassen, außer die Himbeere. Die Himbeere darf mit. Die Schwimmbeere. Die Schwimmbeere. Ja, wegen der Himbeere können wir auch jahrelang jetzt nicht wieder essen gehen. Genau, dann müssen wir das umso mehr genießen. Vielleicht gehen wir noch ein Eis essen danach und bleiben noch eine halbe Stunde länger draußen. Auf die Kacke bis halb elf. Genau. Ich habe Tabletten mitgenommen. Ja, stimmt. Der Bernd muss ja immer noch sein Antibiotika nehmen wegen seinem Fuß, dem es aber besser geht, dem Fuß mittlerweile. Ja, aber schwatz geworden. Nein. Aber muss er zu Ende nehmen, Antibiotika. Antibio. Solche Muppets. Ja. Die schmecken aber nach Minze. Ja, aber ist trotzdem eklig. Ja. Bist du durch? Du bist ja müder als ich. Ja. Jetzt kommt vom Schlaf. Morgen schlafen wir. Die nächsten 7 Kilometer der Streckenführung weiter folgen. Ich habe gesagt, 2 Stunden hätte ich geschlafen. Ja, du hast 2 Stunden geschlafen nach. Vielleicht fällt er mir hinten rein, der Mensch. Ja gut, also wir zeigen euch gleich, was wir essen. Hallo, Licht. Kutscher. Aber du weißt noch nicht, was du nimmst, bestimmt. Ja, bin ich viel Auswahl, ne? Auch Kutscher wahrscheinlich. Die mehr als in den meisten Restaurants. Ja, aber vegetarisches fällt ja eh weg. Ja, aber. Es gibt ja auch 3 vegane Burger, oder? Das ist 4. Das ist mehr als in den meisten Restaurants. Ist ja alles super. Und die schmecken geil. Ich habe letztes Mal den Kutscher gehabt, wo ich dann nächsten Tag den Rest gegessen habe und fast gebrochen habe, weil ich wirklich dachte, es war Fleisch, 100%. Ja, das stimmt, da haben wir das noch dem Smurfy gegeben, den Rest, ja, ne? Ja, der war 3 Tage rattig danach. Ja, das war doch Fleisch, das, oder? Ich weiß es ja, das war wirklich. Aber das war ja schon immer sehr original da, ne? Aber das hatte ich doch auch mit dem Whopper von diesem veganen Whopper. Den konnte ich nicht essen, weil ich da wirklich dachte, das ist Fleisch. Der hat so, wie ich den Whopper in Erinnerung hatte, geschmeckt. Nee, gut, ich habe jetzt 5 Jahre keinen gegessen oder so, ne? Der Flopper. Der Flopper. Na, jetzt mittlerweile kann ich ihn essen, weil ich wusste ja auch nicht, ob der wirklich vegan ist. Ja, hab ich dir aber 3-mal gesagt. Ja. Aber ich habe es noch nicht selber gesehen. Du hast mir einfach gesagt, komm, wir gehen den veganen Burger essen bei Burger King. Und dann stand ja auch groß noch ein Plakat draußen. Habe ich aber nicht gesehen. Wir hatten den nämlich im Drive bestellt und ich habe das nicht gesehen. Da konnte ich den nicht essen, aber du hast dich geopfert. Ja, mehr für mich. Ja, aber mittlerweile esse ich den auch und der ist auch echt lecker, ne? Der vegane Bopper. Wir haben ihn jetzt 2-mal. 2-mal. Ja. Genau, wir haben schon mal unsere Pommes und unsere Soßen und unseren geilen Krautsalat. Aber die stehen jetzt schon seit 10 Minuten hier und wir warten immer noch auf unsere Burger. Ja, endlich. Bernd hat den Naturburschen, der ist mit Röstzwiebeln und Pilzen, ne? Mhm. Und ich habe den Kutscher und der ist mit Rucola-Salat. Guten Hunger. Fahrradfahrer umgefallen. Fahrradfahrer, die gut gefahren hat, fast. Ach so, yo. Wie war das denn? Ich wollte reingehen bei Hans im Glück gerade. Das war so ein Stück noch bis zum Eingang. Ja. Rot, ne? Ja, und ich habe gedacht, du siehst ihn noch. Ja, Bernd dachte, ich sehe den noch. Da kommen 2 Fahrradfahrer. Der eine hat so einen Reifen hoch gemacht. Und als er runtergegangen ist, wenn ich nicht stehen geblieben wäre, hätte der mir den Bauch abgefahren. So rutsch. Gefahren, der war in mich reingefahren. Ja, der war richtig in mich reingefahren. Richtig schön. Und der hintere wäre auch noch dann draufgefahren, weil die hatten einen Affenzahn drauf. So hat sich das in dem Moment. Wir waren schon recht schnell. Weil ich nach hinten geguckt, der Pisser. Der Mann. Haben alle geguckt. Ich am meisten geguckt. Ja. Und dann habe ich uns schon gesehen. Und das Fenster zu. Fenster ist offen. Ja, und das Fenster zu. Da habe ich uns schon gesehen, dass wir abhauen. Ist grün. Weil die Pommes so lange, also die standen halt ewig lange bei uns auf dem Tisch, dann haben wir schon angefangen zu essen. Und 8 Minuten später kamen die Burger. Ja. Bei 10 Minuten hätte ich mich beschwert, weil die halt immer mal kalt werden. Und wir haben da fast 50 Euro bezahlt für uns beide und da kann man schon erwarten, beides gleichzeitig zu kriegen und heiß und warm. Ja. Genau, außerdem hätten wir die Pommes aufgegessen und den Salat wären wir satt gewesen, wenn es jetzt noch ewig länger gedauert. Naja, es ist ja alles gut gegangen. Es hat wunderbar geschmeckt, wie immer. Wenn ihr leckere vegane Burger essen möchtet, dann geht nach Hans im Glück. Ja. Ja. Welchen hatte ich nochmal? Den strammen Max oder nee? Nee, du hattest den Naturburschen und ich hatte den Kutscher. Ich nehme immer den Kutscher und du nimmst immer den Naturburschen.
Und dann sind wir noch wie ein verliebtes Pärchen durch die Stadt gelaufen, Hand in Hand, und haben uns kaputt gelacht. Ja, aber die Menschen und alles andere. Ja, und alles die andere. Die Menschen weniger. Nee, wir haben nicht gelästert über die Menschen, die da waren. Ausnahmsweise doch über die letzten. Dann hat der Bernd gesagt, wie sind wir darauf gekommen mit dem Porno? Mit Mundschutz. Wir haben das auf Facebook gesehen. Na, erst haben wir gesagt, sollen wir hier ein Porno machen? Ja. So einfach so aus Spaß. Und dann so, ja, dann musst du so mit Mundschutz. Oh. Wegen Corona-Zeiten. Weil man so, oh. Warum hast du einen Mundschutz auf? Und dann? Warum nicht? Warum hast du eine Maske auf? Ja. Und dann, dann bist du dann auf. Aber ich erzähle von dem schlechtesten Porno der Welt. Den ich nicht kannte. Eigentlich so jeder kennt. Ja, nur ich. Warum nicht hier Stroh rum? Dann erzähl den doch mal. Dann vielleicht. Ich kenn das. Wer kennt das? Mit dem Stroh rum, dem Porno. Nicht im Stroh rum zum Trinken, ja. Sondern warum liegt denn hier Stroh rum? Ist halt so ein Klassiker. Ja, ich kann das. Wir wussten das vor 20 Jahren schon, warum die eine Maske auf hatten. Er wusste es nicht, aber die Regie vielleicht, die das Drehbuch geschrieben hat, das kluge Drehbuch. Ja, und so haben wir uns dann kaputt gegeiert. Ja. Ja. Gut, meine Lieben. Der Vlog ist zu Ende. Ausgevloggt. Ausgevloggt. Vlog? Ausgeploppt. Plopmodel. Plopmodel? Ja, Bierwerbung. Germany's Next Plopmodel. Also eine Bierflasche zum Ploppen. Ja. Wir haben das Kreuz falsch gesetzt von der Kirche. Damit du siehst von der Fahrtrichtung. Steht daneben. Okay. Exklusives Wohnen. Steht da. Voll an so einer Hauptstraße. Was ist denn jetzt Tablette. Hier? Tablette hast du schon genommen? Ja, ich fahr Auto. Ich dachte, das ist Auto. Gib mir mal Wasser schnell. Ich muss mal Zäpfchen schnell nehmen. Jetzt lass mal eben einfüllen. Keine Werbung. Ist ja nicht falsch jetzt, ja, einer zugesteckt hat. 1,5 Mega. Im Ecstasy. Dann fange ich wieder an zu vloggen. Toll, sind wir voll rot von dem Bremslicht vor uns. Du. Ja, du auch. Wo wir bei Porno waren. Happy? Sauber, das ist so. Energiesparzentrum, überall brennt Licht. Voll Knopf. Traumbäder, alles um eine Hand. Ich da, läuft das Video da läuft schon einarmiger rum. Alles auf einer Hand. Du bist doof. Was denn? Bestattung in Coesfeld. Kotfeld. Voll Kacke. Wieso das Hannibal sind? Ja, dann lebt man Bestattung, weiß Bescheid. Ja, so. Ist jetzt gut oder? Weiß ich schon noch nicht. Ich guck immer halt gerne, was da so hier kluge Ball. Klug, klar. Florian hat eine Firma aufgemacht. Klug war. Okay, also. Jetzt aber. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, die Videos kommen immer um 10 Uhr online. Und natürlich wartet ihr ja alle direkt auf ein neues Video. Und schaut euch das sofort an. Deswegen wünsche ich euch einen schönen Tag. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sieht das denn wie alkoholfrei war? Ja, weiß ich nicht. Ich nicht. Man reicht die 0,5. In 500 Metern rechts abbiegen. Mhm. Der wird schon alkoholfrei gewesen sein, weil wir hatten ja beide dasselbe. Dann wärst du ja auch besoffen. Ich bin ein harter Trinker. Das war einfach schön, wenn man als Mutti immer wieder so ausgeführt wird vom Ehegatten. Ja, von deinem Geld. Und mir ist zwischen den Beinen. Das macht nichts. Ich bin da nichts. Happy mit erster Happen runtergefallen und mit der Schenkel gefangen. Nein. Ich wollte nicht, dass er auf den Boden fällt. Da hätte ich nicht mehr essen können, weil ich dann Hunger hatte. Aber es war Flecken hier. Hast du es auch gemacht mit der Schenkel? Oh, Flex, ich wollte halt in dem, das war so ein Bruchteil für Sekunden, da hatte ich die Wahl, machst du jetzt und kannst du essen oder lässt du auf den Boden fallen und lässt du liegen und ich hatte halt Hunger. Ich weine. Was denn? Das war so eine spontane Entscheidung, das war so 50-50 und da habe ich mir gedacht, scheiß drauf, ich hab Hunger. Mit der Schenkel gefangen. Sprints. Ah.
laufen. Rudi. Geribert, das ist auch ein Name von meinem Kind. Geribert. 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 Ja, für einen Junge wird es Geribert und für ein Mädchen wird es Elisabeth. Geribertine. Geribertine. Oder Wuppertal. Ich glaube, hier in irgendwo. 200 Metern rechts abbiegen. Hier auf ist irgendwo der Prater in der Nähe, weil in hier Richtung bin ich früher Anschlussstelle immer nach Hause gefahren. Bochum-Riemke. Bochum ist halt ein Dorf, ne? Nein. Wie viele Einwohner hat Bochum? Ach guck, ich habe hier noch dein Liquid, habe ich hier noch zwischen den Beinen. Kein Wunder, als so feucht wird das. Ich muss jetzt gucken, wie viele Einwohner Bochum hat. 13. 13? Bochum? Einwohner. Da, 364.000. Ja. Das ist größer als Recklinghausen. Ja, aber kleiner als Dortmund. Ja, aber 10-mal so groß wie Datteln. Ja, alles ist größer als Datteln, außer Waldrup. Ja. Waldrup ist kleiner. So, ich mache jetzt die Kamera aus. Ja. Tschüss. Sag tschüss. Gute Autofahrt.